No matter what you do, you're gonna die anyway. Here's a song that got myself and the rest of the hippies in this band excommunicated from the Catholic Church. This is called Christian Woman. If you know the words, sing them, because I forgot them. Wir kreieren keine Trends, wir beenden sie. Außer Kopfschmerzen zu bekommen, sollten die Leute, die zu unseren Konzerten kommen und selbst nicht zu den Glücklichsten gehören, merken, dass es auch andere Leute mit denselben Problemen gibt. Geteiltes Leid ist halbes Leid und wir sind die richtigen Partner. Viele Leute dachten, dass Type O Negative es lieben, zu hassen, aber das Gegenteil ist der Fall. Wir hassen es, zu lieben. Wir haben in der letzten Zeit mit wirklich ungewöhnlichen Gruppen wie zum Beispiel Mötley Crüe gespielt. Diese Bands wollten uns haben und wir hatten Zeit. Naja, ein Job ist ein Job. Und wir probierten ein völlig anderes Publikum aus, um jemanden von unserer Plattenfirma zu bereichern, nicht uns selbst. Größtenteils war das Publikum zuerst schockiert, wahrscheinlich weil wir auf der Bühne wie vier tote Bäume wirken. Zum Ende hin gab es dann immer mehr Applaus, eine gute Erfolgsbestätigung. Yeah.
Nach der in Bälde folgenden Queensryche Tour werden wir 2 oder 3 Monate proben, um dann ins Studio zu gehen. Das Resultat wird dann hoffentlich am Valentinstag nächsten Jahres in den Läden stehen. Des Weiteren bin ich bald hüllenlos in Playgirl zu bewundern. Dieses Blatt bringt einmal im Jahr eine Rockausgabe heraus und ich war wohl der Verrückteste und zog alle meine Klamotten aus. Immerhin wurde ich gut bezahlt. Umgerechnet 25 Gulden habe ich erhalten und hierfür gebe ich sie aus. Das Ganze wird im Juli veröffentlicht. Seht euch vor. Mein kleiner Freund ist 5 Inches lang und 4 Inches breit, wie eine Kaffeekanne. Dies hier ist unser 2. Festival überhaupt. Wir sind noch nie vor so vielen Leuten aufgetreten. Tja, 140.000 Leute, keine Ahnung, was passiert. Ich spiele allerdings lieber in einem Club. Es ist dunkel und du hast mehr Kontrolle über dein Umfeld. Am liebsten würde ich vor maximal 100 bis 200 Leuten spielen. Es ist intimer und du hast Augenkontakt. Außerdem siehst du, wer mit Klamotten nach dir wirft und kannst ihm hinterher vermöbeln. Wenn du hier was auf die Birne bekommst, findest du den Täter nie. This way, somebody throws up from the back, they're gone. Never find them.